Das ist Tina. Tina interessiert sich sehr für Artenschutz und möchte gerne für bestimmte Zeit in Südafrika freiwillig bei der Aufzucht und Pflege junger Löwen mitarbeiten. Dort gibt es ca. 200 Farmen, auf denen mindestens 6000 Löwen leben. In freier Wildbahn gibt es in Südafrika dagegen nur noch knapp 3000 Löwen, denn afrikaweit ist die Population dieser Tiere in den letzten 20 Jahren um über 40% gesunken. Was Tina leider nicht weiß, die Farm, in der Tina freiwillig mitarbeiten möchte, ist Teil einer riesigen Industrie, die mit der Zucht von Löwen große Profite macht. Diese Farmen sagen, dass sie zum Arterhalt beitragen und verwaiste Löwenjungen aufziehen, um sie später wieder auszuwildern. Aber das ist nicht wahr. Tatsächlich werden die Löwenjungen dort gezüchtet, um sie Freiwilligen wie Tina oder auch Touristen gegen Bezahlung zum Füttern und Spielen anzubieten. Wenige Tage nach der Geburt werden die Tiere ihrer Mutter weggenommen, damit diese schnell wieder empfangsbereit wird und so neue Löwenjunge, also Nachschub, produzieren kann. Auf einigen dieser Farmen bezahlen Freiwillige bis zu 2400 Euro, um für einen Monat dort mitarbeiten zu dürfen. Dadurch verdient eine Farm bei bis zu 35 Freiwilligen allein schon 84.000 Euro monatlich. Das ist ein Riesengeschäft. Warum haben diese Farmen überhaupt nichts mit Arterhalt zu tun? In Gefangenschaft haben die Löwen nie richtig jagen und das Überleben in freier Wildbahn gelernt und hätten kaum eine Chance bei der Konkurrenz mit ihren wilden Artgenossen. Löwen, die von Hand aufgezogen wurden, haben sich an den Menschen gewöhnt und ihre natürliche Scheu verloren und werden so später zu einem großen Risiko beim Kontakt mit der Landbevölkerung. Und die intensive Zucht macht die Löwen genetisch krank und schwach. Deswegen können diese Tiere nicht ausgewildert werden. Aber was passiert mit den Tieren, wenn sie ausgewachsen sind? Viele dieser Tiere werden zahlungskräftigen Trophäenjägern für die Gatterjagd angeboten. Das ist eine perfide Form der Jagd, bei der ein Löwe auf unfaire Weise an der Flucht vor seinem Jäger gehindert wird, durch Zäune oder weil er sich durch Handaufzucht einfach an die Menschen gewöhnt hat. So sterben jedes Jahr etwa 800 in Gefangenschaft geborene Löwen. Dieses lukrative Geschäft ist für die Farmen einfach umzusetzen, weswegen diese Löwen zu Discountpreisen angeboten werden. Es geht aber noch weiter. Weil es kaum noch Tiger in Asien gibt, werden dort Löwenknochen als Ersatz in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt. Zum Beispiel in der Form von Tigerknochenwein, der gegen Rheuma helfen und Mut und Stärke verleihen soll. Und für all diese Geschäfte produzieren auf den Farmen die Löwenweibchen in einem nicht enden wollenden Zyklus den Warennachschub für Freiwillige, Touristen, Jäger und Geschäftemacher. Diese Farmlöwen haben keinerlei Nutzen für den Artenschutz, da ihre Auswilderung nicht funktioniert. So werden Freiwillige getäuscht, denn sie ziehen Jagdtrophäen groß und bezahlen dafür auch noch viel Geld. Was kann man dagegen tun? Unterstütze keinenfalls solche Einrichtungen und stelle vorher kritische Fragen. Hat man dort den direkten Kontakt zu den Tieren? Züchtet die Einrichtung Löwen und behauptet, die Tiere später in die Wildnis zu entlassen? Wo kommen dort die Tiere her und wo gehen sie hin? Bietet die Einrichtung lebenslange Pflege? Echte Schutzzentren machen kein Geschäft mit der Zucht und dem Handel von Wildtieren. Hilf uns, diesem Leid ein Ende zu setzen. Unterstütze solche Einrichtungen nicht durch freiwillige Mitarbeit oder einen Besuch als Tourist. Unterstütze unsere Kampagne, indem du deinen Freunden und Bekannten davon berichtest. Und Tina? Tina hat sich genau informiert und konnte sich einem Team anschließen, das mit Löwen in freier Wildbahn arbeitet und so richtigen Artenschutz umsetzt. Das gibt es nämlich auch.